Wie ging es für Sie und Ihre Familie dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter? Sie standen ja vor dem Nichts. Zunächst standen wir vor dem Nichts. Ich glaube, es war nur das, was auf den Konten noch darf. Wobei die Konten ja damals alle konfisziert worden waren und auch die ganzen Haftkosten abgerechnet wurden und Vollstreckungskosten. Das wurde ja auf die zweite Kommastelle wurde das ja genau beziffert. Und meine Mutter hatte eben keine Ansprüche, weil mein Vater noch nicht lange genug, der hatte seine Betriebsrentenanwartschaft noch nicht erworben gehabt. Er war ja als Jurist bei den Vereinigten Stahlwerken, wie dieser staatliche Konzern damals hieß. Das war dann nach dem Krieg die Dortmunder Hüttenunion. Aber nach dem Krieg hat sich dann eben der Leiter, der sehr für meine Mutter eingesetzt und auch durchgesetzt, dass meine Mutter dennoch eine Pension nach meinem Vater bekam. Aber ich weiß gar nicht, ob er war ja nur Reserveoffizier, sodass also auch da keine Pension in Anspruch bestand. Und dann wurde ja die Stiftung 20. Juli gegründet und da wurden eben dann Notleidende, Hinterbliebene bekamen da eine Unterstützung. Also ich habe dann auf Kosten der Stiftung studieren können. Aber bei meiner Mutter, ich würde mal meinen, das dauerte sicherlich 46, wenn nicht 47, bis diese Versorgungsfragen alle geregelt waren. Und das war hart für sie am Anfang und wir haben uns damals auch sehr uns selbst versorgt. Wir hatten Hühner, wir hatten Hasen, wir hatten einen großen Gemüsegarten. Also wir haben sehr versucht, uns einigermaßen selbst über die Runden, wurde sehr viel eingemacht und Beeren gesammelt. Nun lebten wir ja sehr auf dem Land und konnten also auch bei den Bauern, denn dann hat meine Mutter die Anzüge meines Vaters noch verscherbelt bei den Bauern, um also Lebensmittel einzutauschen und musste dann erleben, die Bauern waren dann mittlerweile verwöhnt und die fühlten das Tuch an und sagten, haben wir schon sozusagen. Ja, also das muss, wenn man sich das vorstellt, meine Mutter hat nie darüber gesprochen, aber das muss schon hart gewesen sein. Da kommen sie mit dem Anzug ihres umgebrachten Mannes und versuchen da ein bisschen Butter oder Wasser. Und dann sagt der Bauer ihnen, na, der Stoff gefällt mir nicht oder irgend sowas. Ja, also die Bauern waren nicht sehr, sehr offenherzig. Also die Flüchtlinge in Bayern taten sich anfänglich sehr schwer. Die Bauern fühlten sich da überrollt und waren eigentlich wenig hilfsbereit. Aber meine Mutter fuhr dann, also wir wohnten, die nächstgrößere Kreisstadt war Rosenheim, das war also 12 Kilometer mit dem Fahrrad. Das war ein Tagesausflug mit dem Fahrrad nach Rosenheim und kam dann mit schwer bepackt wieder zurück. Also das waren schon enorme Anstrengungen, die da vollbracht werden mussten.